So, einen schönen guten Morgen zum Webinar vom Blue Chip über die Clients Roadmap-Update. Mein Name ist Thomas Stolze, Produktmanager für die Clients und für die Mobile-Systeme bei Blue Chip. Ich würde gerne das Webinar nutzen, Ihnen ein Update über unsere Produkte zu geben, einen kleinen technischen Einblick in die Neuerungen, die da kommen und gegebenenfalls auch Fragen am Ende beantworten, wenn irgendwas im Webinar unklar ist. Wir beginnen. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt auch, wenn jemand jetzt nicht die ganze Zeit dabei bleiben kann, kann er das im Nachgang über unsere Partnerseite nochmal angucken oder auch dann mit seinen Kunden nochmal verteilen, um die Information weiterzugeben. Gut, wir fangen an. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder jemand mich nicht hört, wie auch immer, kurz in den Chat reinschreiben, dann probiere ich das zu lösen. Ansonsten geht's los mit der Business Line, die Desktop-PC-Systeme bei uns. Wir gucken uns kurz die Roadmap an, welche Systeme noch aktiv sind, welche kriegen einen Nachfolger. Dazu gucken wir hier mal uns die Marketingbezeichnung mit an. Zum Vereinfachen, für mich als Produktmanager immer ein bisschen leichter zu sehen, die Chipsätze dahinter. Hier oben mal angefangen, der H310 Coffee Lake Chipsatz. Das sind die Systeme, die im Standard damit ausgerüstet sind. Natürlich können Sie jedes System, wie das normal ist, umbauen. Wenn Sie jetzt den T3500 als Konfiguration gerne mit einem anderen Mainboard haben, dann geht das natürlich. Aber die BTO-Config im Shop und überall fängt immer dann mit dieser Grundlage an. Wir sehen, dass die zweiten B360, da sehen Sie die ganzen Chipsätze noch, H370, Q370, also alles Aktuelle. Wir sehen, es läuft bis Ende des Jahres. Wir haben hier bis Q1 2020, habe ich mal einen Ausblick gegeben. Da wird sich so nichts weiter ändern. Z390 ist aktuell, danach auch X299, die Enthusiasten-Plattform und dann kommen die AMD-Konfigurationen B450 und X470. Dort immer ein bisschen verwirrend, manchmal vielleicht mit dem Intel-Chipsatz nicht zu verwechseln. Aber das sehen Sie dann auch an der CPU. Um dort mal noch genauer reinzugehen, was ändert sich dort gerade oder was sind wir dort gerade am Updaten? Zum Beispiel in der Gaming-Line, dort, also in den Gaming-Systemen vom Blue Chip, dort sind wir gerade dabei, die RTX-Updates. Eigentlich hätte ich gedacht, wir haben das schon abgeschlossen, RTX-Karten mit reinzunehmen. Doch da gibt es schon wieder neue. Das sind, wer das noch nicht gehört hat, die Nvidia GeForce RTX 2070 und 2080 Super. Also die haben den Anhang super noch bekommen. Sind natürlich auch super von der Leistung, aber auch super vom Preis. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dann verwirrend, so wie das immer bei neuen Produkten ist, laufen die alten dann noch parallel oder werden ganz schnell abgekündigt, so wie das hier der Fall ist. Hier mal ganz kurz die Übersicht der Karten, mal als Beispiel die PNY-Karten, die wir drin haben im Referenzdesign, also in diesem Blower-Design nennt man das. Die verwenden wir primär natürlich, weil die in Workstations besseren Luftstrom bilden und einfach für den Professional-Bereich besser geeignet sind. Dort die 2060 bleibt erstmal unberührt mit 6 GB Speicher, aber 2070 mit 8 GB bekommt sozusagen den 2070 Super Nachfolger und dasselbe auch bei der 2080 als Nachfolger. Ganz hinten unberührt die 2080 Ti. Die bleibt also nur in der Mitte sozusagen von dem Bild, was Sie jetzt hier sehen. Dort ändern sich die Karten. Ist aber ganz normal bei uns schon eingefaced. Das heißt, wenn Sie jetzt heute ein System bestellen, dann werden Sie schon auf die neue Karte mit hingewiesen und können diese auch mit konfigurieren. So wie das mit Verfügbarkeiten ist am Anfang, ist es manchmal nicht ganz so gut, aber das kann dann auch der Vertriebler Ihnen noch genau sagen, wie Lieferzeiten sind. Aus meiner Sicht aber besser als so manch anderer Start von irgendwelchen Grafikkarten. Gut, dann sind wir natürlich immer dabei, die Konfiguration zu updaten, auf den neuesten Stand zu bringen. Was wir gerade aktuell bei vielen Konfigurationen mit ändern, sind die SSDs, also von SATA auf NVMe, vereinzelt gerade bei den großen Systemen. Daher hatte ich heute mal den Punkt noch mit reingenommen, SATA versus NVMe, das soll kein Battle sein. Also es gibt ein Einsatzgebiet, wo SATA-SSDs gut sind, aber genauso gut auch die NVMEs dieser Welt sollten mehr in die Systeme kommen, meiner Meinung nach. Wie Sie es hier sehen, M2, das ist der Steckplatz, das ist eine typische M2-SSD, die Sie gerade hier sehen. Ich sage immer so, Kaugummistreifen groß gerade, dort sind alle Bausteine drauf, die Sie brauchen. Das Ganze wird ins Mainboard reingesteckt.
ist natürlich als erstes im Platz sparen, was wir da haben. Also für mich als Produktmanager kann man ganz andere Systeme kreieren, weil die Kabel natürlich wegfallen, die 2, also 2,5 Zoll SSD, der Baurahmen nicht da ist, sondern alles direkt auf dem Mainboard sozusagen eingesteckt wird. Hier ein bisschen gab es immer oder gibt es immer mal Verwirrung. Das ist eine SSD, das steht bei jeder davor, aber dann kommt immer noch so ein kleiner Zusatz, SATA oder NVMe. Als allererstes können wir dann noch in die Technik kurz eingehen, was überhaupt eine NVMe ist. Aber als erstes ist wichtig, wie erkenne ich das überhaupt? Ich habe mal hier zwei SSDs als Foto rausgezogen. Das eine oben ist eine typische Einstiegs-, ich sage mal Consumer-SSD, eine 545S-Serie. Das ist eine SATA-SSD. Und weiter unten haben wir die 760p als Beispiel von Intel. Das ist eine NVMe, eine sehr schnelle. Hier sehen Sie zwei Kerben, sagt sofort aus, dass das eine SATA-SSD ist. Und wenn Sie dann unten sehen, das untere Bild, Sie haben nur eine Kerbe in der M2 drin, da reden wir auch über eine NVMe. Das ist, denke ich mal, auf den ersten Blick zu erkennen. Die SATA-SSD ist die, ich sag mal, die alte Technik eigentlich einer HDD. Also sprich, es wird das AHCI-Protokoll benutzt. Das ist eigentlich wichtig nochmal zu wissen. Also AHCI ist das Protokoll und die Geschwindigkeiten dahinter sind natürlich bei einer SSD immer schon schneller als eine Festplatte, aber die Technik ist, ich sage es einfach mal, oldschool, also ist eine alte Technik, die genutzt wird. Wohingegen das untere, die NVMe, eine neue Technik ist und NVMe ist das Protokoll. Das heißt, das ist ein nicht flüchtiger Speicher und dieser Speicher kann halt auch, also dieses Protokoll kann halt auch viel, viel mehr Daten übertragen. Also wenn Sie öfters mal sehen, da wird ein Steckplatz auf dem Mainboard beschrieben mit PCI X4 SSD-fähig. Das ist genau die Technik dahinter. Also die NVMe, die gibt es in Version 3 und dann die Datenleitungen dahinter sind die vier Datenleitungen. Und deshalb liest man des Öfteren PCIe SSD oder PCIe X4 SSD. Und das sagt eigentlich schon aus, dass die Geschwindigkeit bis zu 4 GB dort über den Bus tragen kann. Und das ist auch der Riesenvorteil halt, NVMe wurde wirklich für die großen Datenmengen heutzutage gemacht. Also es ist ein Protokoll, was explizit für SSDs gemacht wurde, seit Windows 8.1 auch überall mit dem Betriebssystem implementiert ist. Das heißt, wenn Sie ein aktuelles Windows 10 haben und eine NVMe-SSD einbauen, da brauchen Sie keine Angst haben mit irgendwelchen Treibern, das ist alles mit dabei, das wird alles mit unterstützt und bringt halt diese Riesengeschwindigkeit 6-mal mehr als eine SSD. Wo man das dann merkt, das kann man gleich, sehen wir gleich nochmal. Ich sage immer, es gibt verschiedene Einsatzgebiete, aber was Sie auf jeden Fall deutlich merken, sind alles Bootzeiten, Bootzeiten vom Programm. Wenn Sie Ihr Outlook öffnen und haben eine große Datenbank dahinter, das geht alles tierisch schnell. Gut, hier die Logos auch nochmal. Also PCI Express ist die Hardware, ist die Schnittstelle, die Hardware, die dahinter steckt. Und NVMe Express ist das Protokoll, wo früher AHCI war. Ist heute NVMe. Sie sehen unten mal noch kurz mit reingetan, 6-mal schneller als SATA, weniger Latenzen. Das werden Sie aber schon bei einer SSD auch kennen. Also wenn Sie ein Programm öffnen, das geht rasend schnell auf. Bei einer NVMe geht es halt noch schneller auf. Und wenn Sie ein großes Programm haben, dann merken Sie definitiv die Unterschiede richtig. Hier nochmal kurz als Bild, dass man das einfach nochmal ein bisschen verdeutlicht sieht. Eine normale 2,5 Zoll SSD geht über den normalen SATA-Bus. Und dort, sage ich jetzt mal sinngemäß, dort die einzelnen Punkte, also die langsame Geschwindigkeit der SATA-Technik und gibt dann die Daten zur CPU. Das Ganze sieht natürlich dann bei einer NVMe, was wir im unteren Bereich sehen, hier mal als Beispiel eine PCI Express-Steckkarte, selbe Funktionsweise als so eine M2-Karte, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Da sehen Sie halt, das sind dann 6-mal schneller, spricht man hier. Das merken Sie aber auch wirklich deutlich. Was natürlich auch ein Riesenvorteil dann immer ist, das Ganze geht schneller, das ist erstmal immer gut, aber es kostet auch weniger Energie dadurch, weil sie ihre Berechnung schneller machen, die CPU ist schneller wieder fertig, kann wieder ein bisschen runtertakten, geht wieder in den Idle-Mode. Und gerade bei Notebooks ist das extrem wichtig, wo sie halt auf den Akku setzen, wo sie halt sagen, wenn sie draußen im Feld sind, 4 bis 6 Stunden und man kann das mal um eine halbe Stunde noch verlängern, dann ist das schon viel wert. Deshalb im Notebook-Bereich sehen Sie bei uns eigentlich nur noch SSDs, es gibt kein Notebook mehr mit HDD. Gar, das zeige ich Ihnen gleich. Wir setzen in den großen Notebooks auch nur noch auf NVMe.
Also ich nehme ein bisschen Abstand von Benchmarks, weil man kann die Benchmarks immer auslegen, wie man das gerne will. Jeder sollte das selber mal testen, wenn er ein Szenario hat mit großen Anwendungen, dann sollte er mal eine NVMe definitiv mit ausprobieren. Ich habe mir mal hier von Intel auch ein Benchmark mal mit runtergezogen, wo eine Oracle Times Datenbank kopiert wurde und habe das mal probiert, so ein bisschen zu verdeutlichen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht festnageln auf die Werte, aber wenn man diese Datenbank, die jetzt x groß ist, kopiert mit einer normalen Festplatte, dann dauert das 30 Minuten, bis der das in den RAM schreibt, bis der sozusagen damit arbeiten kann. Und mit einer SATA-SSD dauert das Ganze nur 4 Minuten, was also schon extremer Vorteil ist. Und dann kommt der Punkt NVMe nochmal oben eins drauf, das i-Tüpfelchen. Dort wird es unter einer Minute dauern. Und hier wurde bewusst eine Riesendatenbank gewählt. Ja, also das ist jetzt kein Windows-Start oder sowas. Da wären Sie bei Windows-Start, ob Sie jetzt 11 Sekunden booten oder 12 Sekunden, da werden Sie den Unterschied nicht so stark merken. Aber bei Datenbankgeschichten, bei großen Datenmengen, NVMe definitiv zu empfehlen. Also kurz nochmal im Überblick, die starke Leistung, klar, die rührt aus der neuen Technik her. Aber auch die Qualität ist so eine Sache, wenn Sie über Verschlüsselung zum Beispiel reden bei SSDs, dann kostet das Rechenleistung, nicht nur der CPU, auch von der SSD. Und mit einer schnellen NVMe können Sie halt das Ganze verschlüsseln, ohne dort irgendwie einen Nachteil mitzuspüren. Die einfache Installation ist in unserem Fall vielleicht eher der Vorteil, wenn wir hier die Systeme bauen, aber auch wenn man ein Servicefall bei Ihnen ist, beim Kunden. Sie haben halt keine Kabel, nichts weiter, eine M2-SSD, die wird mit einer Schraube fixiert. Und dann ist das Ganze auch erledigt. Aber hat auch dann was mit Sicherheit zu tun im mobilen System. Kleiner Steckplatz drinne. Wenn es doch mal runterfällt, das System, kann nicht so viel passieren. Niedriger Energieverbrauch finde ich mit am wichtigsten, was den ganzen mobilen Sektor angeht. Ob das Notebook, Clamshell ist. Gut. Dann weiter im Business-Segment über die All-in-One-Systeme. Dort gucken wir mal in die Roadmap rein. Da sehen Sie oben die beiden Systeme. Ich kann mal probieren, ob ich hier einen Laserpointer anmachen kann. Ja, dann sehen Sie hier die beiden Systeme, der 21,5 Zoll im Touch und der 23,6 Zoll. Dort gibt es keine weiteren Änderungen. Also die Geräte laufen auf der H310-Plattform. Da wird es Anfang nächsten Jahres wohl eine Änderung geben, aber bis Q1 auf jeden Fall für Sie erstmal soweit sicher. Und warten Sie kurz, jetzt müssen wir hier eins weitermachen. Ich habe den nochmal mit reinkopiert, dass Sie nochmal kurz das All-in-One-System sehen. Also da ganz normale 8. Generation, die Sie dort mit reinbauen können, bis 65 Watt CPUs. Und da gibt es auch erstmal kein Update bis nächstes Jahr. Die Mini-PCs von BlueChip, eine ganze Reihe. In letzter Zeit werden das immer mehr. Natürlich werden auch die Versionen dort geupdatet, neue Chipsätze, neue CPUs kommen dort rein. Dort sieht es wie folgt aus. Wir haben oben den kleinen passiven leider abkündigen müssen. Da werden wir erst Richtung Ende des Jahres ein Intel-System mitkriegen, was wieder passiv gekühlt ist, was den dann sozusagen ersetzt. Ansonsten reden wir über die Kaby Lake-Systeme, die bleiben unverändert bis nächstes Jahr im System drinne. Auch der kleine weiße, den zeige ich Ihnen gleich nochmal. Die NUC-Systeme, klar, da gibt es immer mal einen, der fällt dann raus, wird geupdatet durch einen Nachfolger, aber im prinzipiell bleiben die Baby Canyon, Bean Canyons bis Ende des Jahres normal bestehen. Und dann kommen neue Systeme und wir haben die S3120er Reihe, was ich Ihnen auch gleich nochmal zeige, unser Mini-PC, sage ich mal, mit 35 Watt CPUs. Das bleibt ganz unverändert bis Q1 ohne Probleme im Sortiment und auch die Gaming-Maschine, sage ich mal, mit AMD Vega-Grafik bleibt mit im Sortiment soweit drinne. Ich habe es hier nochmal mit reingenommen, den kleinen passiven, der wie gesagt jetzt nicht mehr verfügbar ist bei uns im Sortiment, einfach nur nochmal für Sie mit zur Info. Dort wird es aber wieder einen Nachfolger geben, der dann auch wieder genau die Key Facts hat, passiv gekühlt, 4-Kern-Prozessor und auf neuester Plattform dann drauf sein. Gut, die Intel NUC-Systeme, da können wir dann nochmal in die Preisliste mit reingucken. Kurz dort spielt natürlich NVMe SSD diese ganze Geschichte auch eine große Rolle. Dort haben wir auch die Preislisten mit geupdatet. Das werde ich gleich nochmal, wenn wir mit dem Business Line hier fertig sind, nochmal mit reinzeigen. Ganz normal die Intel NUC-Systeme in den verschiedenen Größen. Dort einfach immer mal, wenn Sie dann diese Systeme viel nutzen, mit reingucken. Das sind viele Konfigurationen, die ändern sich manchmal nur mit kleinen Sachen. Aber wie jetzt haben wir den i7
den größeren auch mit einer 500 Gigabyte NVMe SSD und das zu einem sehr guten Preis mit darstellen können. Also wenn dort wirklich mal Ansatz ist, bei einem Kunden was ganz Schnelles mit hinzustellen, dann greifen Sie bitte dazu. Der S3120 bis nach oben zum 3153er, also das heißt, wir reden hier über den Pentium, den i3 und den i5. Das Gerät kennen Sie, ist ein 1-Liter-Volumengehäuse, was ich immer sehr interessant finde, mit allen möglichen also mit allen möglichen USB- und Grafikschnittstellen, was kombiniert mit einem Laufwerk einen kompletten PC ergibt. Ganz wichtig, 35 Watt CPU drinne. Das heißt, weiter unten kommen die ganzen Intel NUCs mit 15 Watt. Hier reden wir über in Richtung schon Desktop-System mit 35 Watt CPU. Und dann kommen natürlich die normalen Desktop-Systeme mit 65 bis 95 Watt oder gar mehr. Hier ist es mir nochmal wichtig, es gibt den 3120er, den kleinsten Kandidat in der Reihe. Das ist ein Pentium Gold, der dort verbaut ist, G5400. Und wir haben es im Marketing schon immer mal mit reingebracht. Ein bisschen merke ich das, was ein bisschen traurig ist, dass immer mehr, also es wird immer i3, i5 genommen. Damit machen Sie definitiv nichts falsch. Aber es gibt viele Einsatzgebiete, wo Sie einfach nur auch mit dem Pentium komplett im Zielgebiet liegen. Wenn Sie über Office-Anwendungen reden, was denke ich mal das Haupt ist, oder Cloud-Anwendung, Outlook, Sie gucken im Internet, machen alles Ihren Office-Anwendung halt, dann ist eigentlich der Pentium Gold genau das Richtige. Sie reden über einen Zwo-Kern, der vier Threads hat, also vier virtuelle Kerne. Und ich habe das mal probiert, das ist jetzt nicht unfair, aber ich habe einfach mal hier einen bisschen älteren, ich zeige Sie mal hier, einen älteren Prozessor daneben gestellt, einen i5 6400T, also Skylake-Plattform ist schon ein Stück älter, ja, aber es ist ein i5. Und da sehen Sie einfach, der hatte in den Sysmark 2014 Benchmark 1344 Punkte. Und bei demselben Benchmark bringt der Pentium Gold, natürlich ein paar Jahre später, keine Frage, neue Technik drunter, aber 1245 Punkte. Und jetzt kann man einfach sagen, vor 3 Jahren haben Sie genauso ein Outlook verwendet wie heute, vielleicht nur ein Stück neuere Version, aber die Leistung hat sich nicht viel verändert. Das heißt, man kann heute sich definitiv auch mal die Pentium-Konfiguration angucken und dort vom Preis auch profitieren. Das einfach mal noch von mir mit. Das System ist ansonsten genau dasselbe. Das heißt, also wir reden hier über den Mini-PC, wo Sie das Laufwerk andocken können. Wir haben eine COM-Schnittstelle mit dran und natürlich das Highlight sozusagen sind die Grafikschnittstellen. Sie haben hier DisplayPort, HDMI und dann noch ein DisplayPort, wobei man diesen hier konfigurieren kann bei uns. Also wenn Sie beim Bestellen sagen, ich hätte da lieber eine VGA-Schnittstelle drin, weil ich noch einen alten Monitor habe, kein Problem. Oder eine COM-Schnittstelle könnten wir noch reinmachen. Das heißt also DisplayPort, VGA oder eine COM-Schnittstelle kann hier noch mit reingebaut werden. Das System, wie gesagt, nur nochmal von mir ein Hinweis, als Pentium-Version ganz normal verfügbar und hat auch einen sehr guten Preis. Gibt es auch als Lagerrechner bei uns, also direkt verfügbar, wenn Sie morgen einen Rechner beim Kunden aufbauen müssen und heute noch bestellen, dann können Sie das machen. Gut, der Weiße 1750er. Das ist noch eine Kaby Lake-Plattform, wird definitiv bis Q1 nächstes Jahr bei uns noch so verfügbar bleiben. Ansonsten die Ausstattungsmerkmale, wie Sie die kennen, DDR4-Speicher drin. Es geht nur eine M2-SSD rein, das heißt also keine zusätzliche Festplatte. Sollte aber reichen, die SSD-Preise, auch was über 512 Gigabyte geht, sind wirklich sehr attraktiv geworden. Auch was das Thema NVMe-SSDs angeht, ist nicht so weit weg vom Preis. Gut, Travelline Notebooks. Hier gucken wir mal in die Roadmap zusammen rein. Wir fangen ganz oben an. Ich nehme mal den Laserpointer hier wieder. Ganz oben fangen wir mit den Convertible an. Das läuft auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Wird dann so im Q1, Richtung Q1 geupdatet auf eine neuere Version. Das wird dann Gemini Lake sein. Jetzt reden wir über die Apollo Lake Plattform. Für das Gerät im Ruggedized-Segment komplett ausreichend. Und ansonsten wird es auch wieder diese Spezifikation erfüllen, was semi-ruggedized, also was schon Einstiegsschutz abbildet, wird es alles in der neuen Version dann hier auch haben. Interessant, Ultrabook-Bereich. Wir reden aktuell über das U14W9. Das ist das 14 Zoller Full HD mit Whiskey Lake Plattform, also i5 8265U. Dort wird es ein Update geben Richtung Q4. Was dann Comet Lake, also die neue Plattform dann für den mobilen Bereich von Intel ist.
Da zeige ich Ihnen gleich auch nochmal, wie die dann, oder Sie sehen es hier auch schon an der Namensgebung, das ist I5-10-210U. Also werden wir uns jetzt an die 10 hier vorne mit gewöhnen müssen. Ist erstmal ein bisschen auf den ersten Blick umständlich, aber man gewöhnt sich dran wie mit allen. Dann haben wir die Lagersysteme, die werden natürlich auch Richtung Comet Lake geupdatet. Viele bleiben aber auf Coffee Lake auch noch, was die Gaming-Maschinen zum Beispiel angeht. Unser Outdoor, das ist das B15 W35, bleibt im Broadwell, also in der fünften Generation noch. Das wird nächstes Jahr geupdatet. Aber so wie das im Industrie- und Outdoor-Bereich ist, geht es dort eher um Langlebigkeit. Deshalb sind auch die Chipsätze nicht ganz so schnell immer mit, was das Updaten angeht. Gut, hier nochmal ganz kurz das Travelline C11W2, wo es also dann nächstes Jahr ein Update gibt, habe ich nochmal kurz mit reingenommen, nochmal um hinzuweisen, dass das LTE-Support auch hat. Da kam immer mal die Fragen, das hat LTE mit, das heißt also, wenn Sie das heute bei uns bestellen, können Sie dort ein LTE-Modul mit reinbauen lassen und optional natürlich auch, wenn Ihnen die 64 GB zu wenig sind, eine größere M2-SSD mit einbauen. Dort halt eine SATA-SSD nur, aber für das Gerät denke ich ausreichend komplett. Gut, U14 W9, das Ultrabook, wie gerade erwähnt, gibt es dort ein Update auf Comet Lake. Ansonsten bleibt das Gerät soweit unberührt. Es kriegt eine Thunderbolt 3-Schnittstelle mit dran, das heißt also USB 3.1 Typ C. Was Sie schon an dem Gerät heute haben, bekommt Thunderbolt 3 aber noch mit rein und halt die neue CPU. Das heißt hier nochmal kurz, dass Sie sehen, es wird, welche CPUs es da geben wird. Wir werden in dem Ultrabook-Segment natürlich primär die i5 mit einsetzen oder halt bei den kleineren Systemen, wenn dann i3. Aber i5 ist bei den Systemen eigentlich schon immer das Must-Have, will ich mal sagen. Gut, Travelline L15W5. Unser aktuelles 15 Zoll läuft ganz normal im Bestand. Ich hatte es hier jetzt nochmal mit reingenommen, weil hier gibt es auch ein Comet Lake Update. Was Sie schon kennen, Thunderbolt 3 als Schnittstelle ist genauso mit verbaut, wird auch bei der neuen Version mit verbaut werden. Und Sie können natürlich hier auch, wie Sie das sehen, die SSD ändern, auch NVMe reinmachen. Beleuchtetes Keyboard, sehr vom Design her natürlich der super schmale Rahmen. Das sieht immer noch sehr gut aus im 15-Zoll-Bereich. Da kommen auch alle neuen Geräte, werden so ein Design haben. Hier nochmal ganz kurz nur noch ein paar andere Bilder, aber sehen Sie auch im Shop und kann man auch ganz normal mit bestellen. Und das bekommt, wie gesagt, auch i5 als CPU dort als Update. Alles Richtung Q4, Anfang, Mitte Q4. Das kommt ganz ein Stück weit drauf an, wie schnell wir die CPUs kriegen, aber nur, dass Sie es schon mal gehört haben. Blue Chip Traveline Tablets, die Tablets von uns, wir gucken mal in die Roadmap rein. Da sehen Sie, da befindet sich noch ein Kandidat drinne. Das ist das Outdoor-Tablet. Hier nochmal ganz kurz drauf eingegangen, weil es gab ein neues Update, was CPU und Plattform angeht. Nochmal kurz den Laserpointer hier an. Was mir noch wichtig ist, das Display, was verbaut ist, 11,6 Zoll Full HD Display und was eine 500 Nits, also was die Helligkeit angeht, ist dort nochmal als Standard in Wert mit drinne, der im Outdoor-Segment sehr gut ist. Also wenn Sie jetzt doch draußen das Gerät nutzen und Sonnenschein ist, dann sind die Nits, also die Helligkeitswerte, ganz wichtig. Natürlich gibt es 700, 800 Bild, also Nits, aber das ist natürlich dann alles ein Stück teurer. Hier haben wir im Standard schon die 500 mit drin. Ein normales Notebook, nur dass Sie es gehört haben, liegt bei 200, 250 Helligkeitspunkte. Und bei dem Outdoor ist dann noch ein i5 drin, wie Sie sehen. Hat sich das geupdatet von der Broadwell, also von der fünften Generation, jetzt auf die achte Generation. 8250U ist da drin. Ansonsten Gerät, wie Sie es kennen, LTE-Support, Barcode-Reader, die verschiedenen Docking-Funktionen, wie Sie hier unten sehen, Office-Docking, Fahrzeug-Docking, alles bleibt so, wie Sie das kennen. Nur der Chipsatz, also das Mainboard, hat sich geändert und ist auf die achte Generation i5 gewandert. Und man sieht hier in dem Bild noch, rechts, links sind noch ein bisschen mehr Gummi dazugekommen, um das noch mehr zu sichern. Und mehr ist dort eigentlich auch nicht. Gut. Blue Chip Business Line Workstations. Gucken wir mal über die Workstation-Konfiguration. Was wird dort gerade gemacht oder wo liegt man da? Wo gibt es ein Update? Die Chipsätze, die dort verbaut sind, sehen Sie, die sind aktuell. Das heißt, bis Ende des Jahres wird dort nichts passieren.
Wenn frühestens mit der neuen Plattform, die Intel nächstes Jahr bringen wird, dann wird es Richtung Q1 ein paar Updates geben. Aber aus heutiger Sicht bleiben die Workstations so. Es wird sich nur bei der Grafikkartenseite ein bisschen was ändern oder hat sich hier schon geändert. Sie sehen, drinnen gibt es die P1000, P2000 Karten, die sind mit ins Standortportfolio gewandert. Und natürlich sind wir auch dort mit den RTX-Karten beschäftigt. Das heißt also, auch wie im Consumer-Segment gibt es auch im Business-Segment RTX-Karten. Dort sind alle schon bei uns im Portfolio, sind auch schon seit über einem Monat oder seit 2 Monaten mit in die Konfigurations drin. Ich wollte es nur noch mal mit zeigen, denn ich hatte jetzt erst wieder Konfiguration mit den großen Karten RTX 6000, 8000, was natürlich sehr, sehr große Karten sind, gesehen. Einfach nur, dass Sie es noch mal mitgehört haben. Quattro RTX im Workstation-Bereich bei Blue Chip Standard mit. Gut, ich glaube schon fast am Ende, denn Industrie lege ich immer nach hinten. Die langlebigen Systeme sind für mich als Produktmanager meist die leichten Systeme, denn da passiert nicht so viel, weil genau das der Vorteil ja ist, den Sie dort auch wollen. Systeme, die lange verfügbar sind, die Sie auch nach mehreren Jahren noch genauso bestellen können. Hier sehen Sie anhand der Chipsätze und anhand der CPUs, die sind alle auf dem aktuellen Stand. Hier zum Beispiel S1100P ist ein Pentium Silver drinne, läuft ganz normal bis Q1. Wir haben die passiven Systeme, das sind die beiden hier, die S2024 und S3000P mit H310-Plattform. Da ist eine T-CPU drinne, auch alle normal verfügbar bis hin zu den Rack-Systemen hier unten. Das heißt also, im Industriesegment werden wir erst, wenn überhaupt, Mitte nächstes Jahr auf neuere Chipsätze oder neuere CPUs wechseln. Ansonsten gibt es dort kein weiteres Update. Und das war es schon von meiner Seite soweit. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne einfach in den Chat nochmal im Nachgang reinschreiben. Wenn irgendwas unklar war, probiere ich es zu lösen, direkt Ihnen nochmal mit zu beantworten. Ansonsten kann man das auch im Nachgang über unseren Vertrieb gerne machen. Das Webinar wird abgelegt übers Marketing in unserem Partnerportal. Das heißt, auch dort können Sie dann im Nachgang nochmal das Ganze kurz angucken. Was ich jetzt fast vergessen hätte, ich probiere es mal, wenn noch welche mit drinne sind. Die Preisliste fällt mir gerade ein. Die würde ich Ihnen nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar wollte ich dort nur zeigen, dass wir viele Systeme auch in Richtung NVMe, was ich Ihnen vorhin erzählt hatte, noch geupdatet haben und Sie das auch jetzt gut erkennen können. Da ist ein kleiner Bubber oben drüber, Hardware-Update. Und hier sehen Sie das zum Beispiel, der i7 NUC ganz rechts wurde auf eine 500 GB NVMe-SSD mit geupdatet. Passt natürlich zu dem System i7, 8 GB Speicher und großer SSD sehr gut. Und wenn Sie dann mal durch die Preisliste durchgucken, sehen Sie das bei fast jedem Segment. A, haben wir überall SSDs soweit drinne und in dem größeren System, ich scroll mal ganz kurz hier ein Stück runter, in dem größeren System, wie Sie das hier zum Beispiel sehen, die Midrange-Systeme, rechts alles das, was in Richtung Z-Mainboard geht mit großer i5, i7 CPU, hier zum Beispiel Z390 Mainboard, i5 9500er CPU drauf. Dort macht sich es natürlich bemerkbar, wenn dort eine NVMe mit drin ist. Das passt einfach besser. Auch 500 GB ist Standard. Dort ist eine NVMe mit drin und bei den High-End- und Gaming-Systemen sehen Sie das nur noch. Und was mir auch wichtig ist, bei allen Notebooks haben wir nur noch SSDs drin. Einfach, wenn Sie die aktuelle Preisliste, ich scrolle gerade so wild hier durch, wenn Sie die aktuelle Preisliste sich angucken, sehen Sie das anhand der grünen Markierung nochmal, wenn wir dort irgendwas geupdatet haben. Und ja, ansonsten war es das aber jetzt von mir. Ich habe in der Zeit keine weiteren Fragen im Chat gesehen, deshalb würde ich das Webinar jetzt soweit beenden. Bedanke mich, dass Sie zugehört haben und wünsche noch einen schönen Tag.